Jo, willkommen im nächsten Part. Und, boah, wir nehmen mal den richtigen Exit. Was bist du? Return Hole. Ja, ja. Ja, ja. Was ist das andere für ein Ding? Tulululu. Was bist du? Goodbye Exit. Okay, und rein hier. Hui. Mhm. Mhm. Aha. Ah, ich habe mich schon gefragt, wie ich hinkomme. A Talisman Ribbon. So, gucken wir uns den nochmal an. Was haben wir denn da Feines? Was hast du mir Feines mitgebracht, Schätzelein? Talisman Ribbon! Okay. When the equipped luck is increased. Okay, gucken wir uns das doch einfach mal an. Tschüssi! Boah! The fuck? Das ist gut, gefällt mir. Pilze, so, weiter. Da la la. Wow! Was zum Heilen. Dankeschön. Sehr gut. Okay. Ich habe das Gefühl, dass das hier kein Gegner ist. Egal. Wir töten ihn sowieso. 6 Experience. Alright. Was ist das hier? Achso, ja. ich will ganz kurz nochmal den Escargo Express anrufen. Nein, es geht mir nicht ums Hawkeye. Dankeschön. Pick up bitte. Komm her! Dankeschön. Wie auch immer der hochgekommen ist. Aber er schafft das. Wir nicht. Also ist der wahre Endboss dieses Spiels später der Escargo Express-Lieferant, meiner Meinung nach. Weil der einfach den höchsten. Mein Fuß ist eingeschlafen! Skiller, so. Was ist denn hier so? Was haben wir denn hier? Die Sudden Guts Pill ist voll für den Arsch. Ja, klar. Ja, ja, natürlich. Nimm mal das nasse Handtuch, da braucht sowieso keine Sau. Ja, und die Waffe. Nee, gar nicht. Hier, was kannst du denn noch nehmen? Nee, bei dem ist alles okay. Was kann ich dir denn noch geben? So. Und zwar ein Cup of Life Noodles, glaube ich. Noodles. So, ja, genau. Ja, nimm mit und halt die Fresse. Bis dann, Digga. Ciao. So, Leute, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Die Wiege-Kollektion. Das ist mein geheimes Hobby. Brick Road. Was ist das denn hier? Ein Yellow Taxi ohne Motor. Schön, aber es läuft einfach nicht. Was ist das hier? Ein Fahrrad. Ein verrostetes Fahrrad. Rost ist die perfekte Bremse. Was ist das hier? Das ist ein Geschenk von Dr. Endonuts. Bitte sei vorsichtig, wenn du es benutzt. Und unser Broken Down Old Submarine. The yellow color is purely coincidental. Die gelbe Farbe ist reiner Zufall. Wegen dem Beatles-Song Yellow Submarine. Dann nehmen wir die doch mal. Tim checkt the broken submarine. Yes, it can still work. Yay! Was? Die haben zu dritt ein riesiges U-Boot einfach mal rausgetragen? Drei Kinder? Totally legit! Gut. Man hat diese 2 Sekunden Musikwechsel gerade gemerkt. Oh, ich liebe es ja. Das sieht gerade aus wie ein Enton mit einer riesen Brille, finde ich. Oder eine Giraffe auf Koks, die gerade durchs Wasser läuft, aber sehr, sehr cool. Yeah. Da. Boah. So, während wir durch die Ödnis schwimmen, habt ihr gestern das Deutschlandspiel gesehen? Leck mich an den Eiern. Das war ja richtig nice, ne? Wir saßen zu mehreren zusammen und jeder hat einfach mal bei jedem Tor ein Uso gekippt. Boah, der Wahnsinn. Und Hauptsache, wir waren da. Und, also ich war bei einem Kumpel grillen, so 7, 8 Leuten, und seine kleine Schwester, die war so 15, 16, 17, was weiß ich wie alt die ist, 17 meine ich, hatte noch ein paar Freunde da. Und leck mich im Arsch, wo bin ich denn hier gelandet? Egal, speichern erstmal. Und neben seiner Freundin hatte auch so, seine kleine Schwester hat auch Freunde eingeladen und so ein Kram. Und, die saßen auch so an so einem Extratisch draußen. Und ich und wir einfach nur so, ja, schöner Kindergeburtstag draußen, ne? Mhm. Die, gerade mal so mit so ein paar Bierchen, ne? Wir haben vorhin einen abgelacht, weil Kindergeburtstag mit Bierchen, ja, ich habe darauf gewartet, dass die Robbie Bubble dahin tun. Aber wir mit Uso, Bier, Whisky, boah, das war der Wahnsinn.
Ich habe mich aber nur von Bier und den Uso und den obligatorischen Tor-Usus ernährt. Wir haben noch alle auf dem 5-1 gekauft, aber Wahnsinnsspiel. So was. Ring, ring, ring. Banana Phone. Mama kurz anrufen. Ness, sag nichts. Ich weiß ja genau, was du denkst. Dieser Papagei hat eine geile Frisur. Ich muss auch übrigens sagen, dass es mir super bei Earthbound gefällt, dass die Locations, egal wie weit man im Spiel ist, immer noch richtig geil sind, richtig inspiriert. Und das hier erinnert mich, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen an den Wald von Secret of Evermore. Spieler, die es gespielt haben, werden wissen, was ich meine. Okay, cool. Also die Affen halten hier anscheinend das Hotel und ich kann gratis da pennen. Finde ich sehr, sehr kulant. Scheiße, die Maus muss raus. Ah, ich Vollidiot. Ganz vergessen. Naja, Entschuldigung. Ihr kennt mich ja. Dankeschön. Oh fuck, der Sumpf. Oh, scheiße. Der Sumpf, vor dem ich gewarnt wurde. Da komme ich sowieso nicht hoch. Komme ich hier weiter? Nee, ich muss anscheinend durch diesen Sumpf. Oh. Ach, da kann ich so durch. Da komme ich sowieso nicht durch. Da werde ich vermutlich sterben. Muss ich da durchschwimmen so? Weil hier komme ich ja sowieso nicht weiter. Hier kann ich schwimmen, da kann ich nicht schwimmen. Hier geht's sowieso nicht weiter. Ich muss da durch, oder? No problem here, I thought so. Okay. Ja, wie ist denn das? Ja, das geht doch noch. Das ist ja noch im Rahmen des Okayen. Oder? Oder? Ja, ist doch noch locker, ey. Ich dachte, jetzt killen die mich hier. Aber das geht dann noch ganz, ganz gut klar. Zack. Hauptsache Rambo ist wieder da am Start. Shh, don't talk too loud. What do you want? Bye. Was hast du zum Angebot, Digga? Mhm. Magusta, kaufen wir. Combat Jojo. Tim. Jawohl. Sehr gut. Ja, gerne. Ich habe sowieso Geld am Arsch kleben wie Heu. Nein, dankeschön. Das war's. Dankeschön. So, was geht hier? Ah, ich kann hier hoch. Cool. Mahlzeit. Alles klar. Hau ab. Hau ab, du Sau. Ein Businessman. Cool. Na, du Äffchen, was gibt's hier? Okay, ja, genau. I wanna try. Jawohl. Ich erkläre jetzt, wie man sich hier teleportiert. Komm schon, Affe. Ah, du Vollidiot. Du schaffst das. Komm schon, Affe. Du schaffst das. Jawohl. Schön, Mann. Sehr gut. Cool. Ich hab's geschafft. Hast du mich gesehen? Das war geil. Hier ist ein kleines Geschenk für dich. Was hab ich denn gekriegt? Ness got the monkeys love. Cool. Was bringt mir das? Cool, das ist ein Item? Wie witzig. Die Liebe des Affen. Ein Geschenk vom Affen. Okay. Kann während dem Battle benutzt werden, was auch immer das bringt. Hallo, Businessman. Hi, wie geht's dir? Ich bin kein böser Mann. Ich komme von der anderen... Ja, ja. Okay, ja. Mhm. Aha. Uninteressant. Nein, danke. Einfach nur im Prinzip der Doktor. Ja, ja, halt die Klappe. Was bist du? Okay. Was auch immer du bist, du glaube ich der Affe im Kurs. Ja, ja, ihr redet jetzt über die Deep Darkness. If you don't have the hawk eye here, you're helpless. Okay. Heißt, das brauche ich doch. This is the deep darkness. When you walk through the swamp, okay. You can't help it. That's why it's called deep darkness. Okay. Okay. A pig's nose. Okay. Das wäre echt gut zu haben. Und ich brauche, wenn ich ganz ehrlich bin, erstmal das Hawkeye. Wie mir gerade gesagt wurde. Mahlzeit. Deswegen schwimmen wir doch mal durch diese hässliche Scheiße mal zurück. Ja, ich weiß, dass ich Aua kriege. Mhm. Ist aber nicht viel, ne? Ne, ist gar nicht viel. Das geht echt. Ich frage mich, ob der Delivery Express auch hier hinkommt. Ring, 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 ring.
Papageifon. Jawohl. Er kommt durch den Sumpf. Er kann alles. Es ist Package Man. Dankeschön. Du darfst dich wieder verpissen. Hauptsache, er kann das, ey. Uns, den Abenteurern, die wir schon so viel gekillt haben, werden uns gewarnt. Und der Scargo Express ist einfach nur ein totaler Badass. Der kann alles. Ist hier unten eigentlich was? Ne, für den Arsch. Aber richtig. Ich muss sagen, ich find diese Baumideen echt cool. Dass sie so in dieser engen Symbiose hängen. Lalala, tralalala, lalala. Boah, ganz kurz, ich muss mir echt mal kurz die Nase putzen. Das geht leider gar nicht anders. Heuschnupfen ist so zum Kotzen manchmal, glaubt mir, Leute. Boah. Gehst du mir aus dem Weg? Blödes Arschloch. So, weiter geht's. Aha. Mhm. So, ein Geschenk. Cool. Wieso traue ich dem Ganzen nicht? Ness hat das Geschenk geöffnet. Es ist eine Banane drin. Yay, Banane. Okay. The fuck? Oh. I get it. Dafür ist das Hawkeye da. Okay. Ah, okay. Das macht Sinn. Help, Hawkeye. What a miracle, now you can see in the dark. Yeah. Hab ich's eigentlich noch? Oh. Hallo? Alles klar? Sch, sei leise. Ich mache etwas sehr Wichtiges hier, aber ich... Aber ich bin nicht Willi. Geil, Spencerman! Geil. Hey, ich mache was ultra Wichtiges. Ich bin der Geldzieh-Typ. Willst du was von deinem Account abheben? Nein, dankeschön. Sehr, sehr cool. Richtig cool. Oh mein Gott, ich glaube, der Schiss ist von mir hier, aber ich hab Honey's Fly nicht dabei. Sollen wir trotzdem aufs Maul hauen? Ha, sollen wir aufs Maul hauen? Ja, warum nicht? Komm her! Hi! Big Pile of Kotze. Wuhu! Hau drauf und spy mal auf den. Jetzt bin ich mal gespannt. Offense 120? Was? Hauptsache, der Wichser hat mal gar keine Schwäche. Jetzt bin ich mal gespannt. Weder fickt mich jetzt. Ja, das geht noch. Das ist noch echt okay. Ich muss mich zwar danach heilen, aber es ist okay. Ja. Ja. Und er greift an. Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schlag drauf, schlag drauf, schlag drauf. Beeil dich, komm schon. Der muss sterben. Der muss sterben. Komm schon, stirb. So viel zu meiner spielerischen Arroganz. Jawohl, Level Up. 50, sehr schön. Mittlerweile merke ich auch, wie arschweich ich in dem Spiel bin. Und es macht doch einfach mega Laune, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde vermutlich jetzt nach den Semesterklausuren mal mir ein, zwei Tage schnappen und die Scheiße einfach mal durchrocken. So, hier hast du ein bisschen Leben. Okay. Was seid ihr denn? Ich will gar nicht wissen, was ihr seid. Egal. Ich muss euch bekämpfen, um durchzukommen. Habe ich so das Gefühl. Zap Eel. Die werden vermutlich nicht gut gerüstet sein gegen Freeze, sondern, also Elektro werden die vermutlich können, also aber Freeze nicht. Deshalb machen wir einfach mal. Scheiße noch einen. Ja, Zap Eel 1. Und trotzdem möchte ich mal gucken, ob es wirklich stimmt. Das müsste aber eigentlich gut sein, oder? Ja, ja, ist okay. Komm schon. Ja, Franklin Badge! Sehr schön. Oh, das geht auf alle. Offense ist ja, ja. Zu Feuer? Was? Ah, ich meine, okay, für mir ist das ja egal, aber trotzdem. Gucken wir einfach mal, wie hart Psi Feuer 1 reinschlägt. Mhm. Ja, komm, Franklin Badge. Na, verdammt. Ich muss jetzt gleich mal heilen. Bam. Okay. Gut, spart mir PP bei Jesse. Und ich würde ganz gerne Zen trotzdem wieder im Team haben, weil der auch so... Ja, cool, Level Up. Oh, Babe, nice! Sehr gut! Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Sweet! Boah, der Wahnsinn! Und Tim auch nochmal Level Up. Sehr schön. Gefällt mir auch gut. Mhm. Das gefällt mir doch mal wahnsinnigst gut. Aber ich würde Ness trotzdem vorher gerne mal heilen, wenn ich ehrlich bin.
Danke. Boah, meine Nase läuft, ey. Aber genauso läuft auch gerade das LP, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Hier irgendwas? Nee. Überall nur Mira-Plas im Boden. Boah, ich einfach mal gar keine Ahnung habe, wo es weitergeht. Was willst du denn? Komm, dir geht's so gut. Ist hier irgendwas? Nee, Sackgasse. Gut, dann brauche ich hier gar nicht weiter nachgucken. Hau ab, du Sack! Hässlicher. Wo kommt ihr denn jetzt her? Was seid ihr überhaupt? Pitbull's Luck. Okay. Ich mache jetzt einfach mal Psi Feuer, einfach weil es auf eine Reihe geht. Und sag mal, Tim, dass er mal ein bisschen spyen darf. Okay, ja. Vulnerable to Psi Feuer! Ich bin so ein genialer Hund, das ist unglaublich. Okay, die sind vulnerable gegen ungefähr alles. Vulnerable against Andy's Fart. Mhm. Komm schon. Like, Sir. Ja, die sterben aber leider nicht davon, glaube ich. Ja. Nächstes Mal bei denen einfach. Wie viel Schaden ziehen die denn? Ja, komm! Pipifuck, Summer! Ja. Greift ruhig an. Es ist okay. Psi-Fire Beta sollte hier mal ausreichen. Und kloppt einfach mal drauf, Leute. Weh, die beiden sterben jetzt. Und ich mache jetzt extra Psi-Fire für einen einzigen. Intelligent, Andy. Super intelligent, mein Freund. Hast du wahnsinnig toll gemacht. Yay, ich bin ein Vollidiot. Egal. Hauptsache, es gibt genug Experience. So, wo es hier oben weitergeht, was es für ein hässliches Krokodil ist und auf einem Kampf sterben werden, das erfahrt ihr alles im nächsten Part von Earthbound. Bis gleich.